Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du Bezugskosten ganz einfach buchen kannst. Und am Ende gibt es noch eine kleine Übungsaufgabe mit Lösung für dich. Zuerst müssen wir verstanden haben, was überhaupt Bezugskosten, die alten Schlingel, sind. Und zwar sind Bezugskosten Kosten, die bei der Beschaffung von Gütern neben dem eigentlichen Kaufpreis anfallen. Kaufst du irgendetwas, dann fallen zum Beispiel Verpackungskosten oder eben Frachtgebühren, also Versandkosten an. Ne? Kaufst du irgendwas online, wird zu dir gebracht per Postbote und dann hast du das Ganze zu Hause im Päckchen daliegen. Und so ist es auch bei größeren Unternehmen, wenn die riesige Tonnen an zum Beispiel Holz, Papier oder sonstiges bestellen. Da muss auch irgendwie die Ware verpackt werden und dann eben verschickt werden. Und diese Kosten dafür, das sind Bezugskosten. Dafür gibt es verschiedene Konten. Es gibt einmal Bezugskosten für Rohstoffe, wenn du eben Rohstoffe kaufst, dann eben dessen Bezugskosten werden darauf gebucht. Bezugskosten Fremdbauteile, selbes Spiel, Bezugskosten Hilfsstoffe, selbes Spiel, Bezugskosten Betriebsstoffe, selbes Spiel und Bezugskosten Handelsmann, selbes Spielchen. Ich habe auch ein geiles Video, wo ich den Unterschied zwischen Rohstoffe, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe, Fremdbauteile und Handelsmann erkläre. Ziehst dir einfach mal rein, ist unten in der Videobeschreibung. Nun, lass uns doch gemeinsam mal folgenden Geschäftsfall lösen. Kauf von Menge Rohstoffe für 1000 Euro netto inklusive Versandkosten für 150 Euro netto aufziehe und das insgesamt hat dann einen Steuer, also einen Mehrwertsteuerbetrag von 218,50 Euro. Hier habe ich das Ganze auch nochmal als Rechnung dir dargestellt. Also Bezugskosten können zum einen anfallen, wenn du eine Rechnung bekommst, wenn du einfach den Geschäftsfall hast oder es kann auch ganz allein mal passieren, dass du einfach einzeln im Nachhinein eine Rechnung für eben die Versandkosten von irgendeinem Gut hast. Dann kann es sein, dass dein Buchungssatz mit Bezugskosten buchen musst. Aber in der Regel ist meist der Artikel, also der Werkstoff zum Beispiel, immer im Buchungssatz mit enthalten. Also schauen wir uns das Ganze an. Welche Konten sind denn nun betroffen? Um was für Arten von Konten handelt es sich? Wie verändern sich die Konten und wo wird nun gebucht? So löse ich jeden Geschäftsverfall da draußen, egal ob Rechnung oder einfach dargeschrieben. Nun, also. AWR für Rohstoffe ist betroffen. Warum? Weil wir Rohstoffe kaufen. BZKR ist betroffen, weil wir Bezugskosten, also Versandkosten für diese Rohstoffe haben. Vorsteuer ist betroffen, klar, weil wir einkaufen und dann ist die Mehrwertsteuer auf das Konto Vorsteuer zu buchen. Und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ist betroffen, weil wir etwas auf Ziel kaufen oder halt, weil wir eine Eingangsrechnung hier bekommen. Nun frage ich mich, was das jeweils für Kontenarten sind. AWR ist ein Aufwandskonto, BZKR ist auch ein Aufwandskonto, Vorsteuer ist ein aktives Bestandskonto und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ist ein passives Bestandskonto. Nun frage ich mich, wie verändern sich jetzt die Konten? Da wir etwas einkaufen, und zwar Rohstoffe, erhöht sich unser Aufwand für Rohstoffe. Darum plus. BZKR, die Bezugskosten für Rohstoffe werden ja auch mehr durch diesen Einkauf, darum auch plus. Vorsteuer wird logischerweise auch plus und die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung werden auch plus, weil wir eben unsere Verbindlichkeiten erhöhen. Unsere Schulden gegenüber dem Lieferanten steigen durch diesen Einkauf. Dadurch weiß ich jetzt, wo das jeweilige Konto gebucht wird. AWR ist ein Aufwandskonto, soll sich mehren und das macht es im Soll. BZKR, selbes Spiel, mehrt sich im Soll. Vorsteuer ist ein aktives Bestandskonto, mehrt sich im Soll. Und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, passives Bestandskonto, soll sich mehren und das macht es eben im Haben. Somit habe ich jetzt hier meinen wunderschönen Buchungssatz. AWR 1000 Euro, BZKR, also die Versandkosten, 150 Euro und die beiden Beträge zusammen. Davon die Steuer, das ist hier schon sauber ausgerechnet worden oder auch hier ist dann 218,50 Euro. Und die drei Beträge zusammen ist auch der Summe, also der Rechnungsbetrag brutto, 1368,50 Euro ist dann hier. Hier habe ich dir das Ganze noch charmant in den T-Konten eingetragen, falls du wissen willst, wie das ausschaut. Und hier ist dann schon die Übungsaufgabe für dich. Probierst du selbstständig, halt das Video an und bilde mir den Buchungssatz für die folgende Rechnung. Lösung kommt jetzt. Und da haben wir auch schon die Lösung für dich. Also, falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist auch nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Ich freue mich. Mach's gut.